Verstehe. Jetzt sind wir wieder an diesem Punkt. Du möchtest über meine Identität reden. Aber ja, du bist immerhin der Teufel. Du hast mir doch deinen Namen genannt, aber du hast ein paar weggelassen. Abaddon, Belial, Samael, Gottes Lieblingssohn. Da hat jemand wohl die Sonntagsschule nachgeholt. Ja, aber mich interessiert mehr die Bedeutung des Namens Lucifer. Der Lichtbringer. Mit der Bezeichnung habe ich nichts zu tun. Diese Bedeutung spricht für die Liebe deines Vaters zu dir. Aber ja. Würdest du denn sagen, seinen Sohn in die Hölle zu schicken, ist auch eine Bekundung seiner Liebe? Oh, Gott hat dich doch nicht in die Hölle geschickt, weil er wütend auf dich gewesen ist. Wie kannst du dir anmaßen, Gottes Absichten zu kennen? Das würde ich nie. Das geht nicht. Dann bleib lieber innerhalb der Grenzen deiner geistigen Fähigkeiten. Vielleicht ist es gerade meine Einfachheit, die mir eine andere Perspektive eröffnet. Gott hat dich vertrieben, weil er dich dazu brauchte, die schwierigste aller Aufgaben zu erfüllen. Es ist ein Geschenk gewesen. Ein Geschenk? Verstoßen hat er mich. Er hat mich herabgewürdigt und aus mir einen Folterknecht gemacht. Hast du eine Vorstellung, wie das war? Ewigkeiten habe ich damit zugebracht, den Menschen einen Ort zu geben, an dem sie sich selbst bestrafen. Warum machen sie mich für ihre Fehler verantwortlich, als ob ich nichts Besseres zu tun hätte, als sie dazu zu zwingen, Taten zu vollbringen, die sie sonst abstoßen fänden? Oh, der Teufel hat mich gezwungen! Ich habe niemals irgendeinen von denen zu irgendetwas gezwungen! Niemals! Was mit dir passiert ist, war nicht fair. Nicht fair? Es ist nicht gerecht! Für alle Zeiten wird jetzt mein Name in Verbindung gebracht, wenn es um menschliche Sünden geht. Das ist das, was du als Geschenk bezeichnest, das mir mein Vater gegeben hat. Es war ein Akt der Liebe. Woher willst du das wissen? Weil du sein Lieblingssohn bist, Samael. Sag das nicht, ich mag den Namen nicht. Du bist sein gefallener Engel. Aber es ist doch so, wenn Engel fallen, können sie ebenso aufsteigen. Du musst nur akzeptieren, was dich ausmacht. Ich kann nicht. Doch, du kannst das. Du musst nur offen für den Prozess sein. Du verstehst das nicht. Ich kann nicht. Und wieso nicht? Weil die sie mir weggenommen haben, kapiert?